Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir setzen heute die Chakrenreise fort und wir haben ja begonnen mit dem Wurzelchakra und dem Nabelchakra. Das waren so diese ersten beiden Zentren und heute kommen wir zum dritten großen Zentrum, nämlich dem Solarplexus. Das sitzt so in etwa so auf der Höhe des Magens, kannst du dir vorstellen. Ja? Also ungefähr da, wo so der Brustkasten aufhört, so die Rippen aufhören, ungefähr da ist so dieser Solarplexus, dieses Sonnengeflecht. Und das Thema vom Solarplexus ist ja Ich und die anderen. Um es nochmal zu wiederholen, Basis-Wurzelchakra ist so dieses Urvertrauen, ist so diese Materie. Das zweite ist dann meine Identität, das bin ich. Ja, wenn sich alles nur um mich dreht, das sind diese Nabelchakra-Themen. Und das dritte Zentrum in diesem Entwicklungsraum, in diesem Rahmen der Chakren ist Ich und die anderen, ist so der Solarplexus. Und da kommt jetzt so die Erweiterung rein. Man kann sich das vorstellen nach der Kindheit, wenn man aufwächst, man lernt andere Leute kennen, der Einflusskreis weitet sich über Bekanntschaften im Kindergarten, Freundschaften, Volksschule und so weiter. Also es baut sich einfach so das soziale Netz auf und da vernetzt man sich auch mehr und da kommen natürlich auch mehr Einflüsse rein. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass ich schon ganz gut oder möglichst gut in meiner Kraft stehe, ne, mir selbst was zutrauen kann, ein bisschen mutig bin und natürlich auch weiß, wer oder was ich bin. Und das soll sich ja dann im Zuge der Entwicklung immer mehr formen. Und beim Solarplexus geht es jetzt eben wirklich um mich, um mein Umfeld und einmal schauen, wie klar definiere ich meinen Raum. Ja, Solarplexus ist ja auch so Farbe, Gelb, Gold. Und da geht es ja auch um Freiraum. Ja, da geht es um sich Raum nehmen und den Raum auch einnehmen und sich auch abgrenzen können. Und der Solarplexus ist auch dieses Zentrum, wo man sehr leicht Dinge aufnehmen kann. Das ist auch so das Zentrum, wenn man, wo sämtliche Emotionen drinnen stecken. Also da geht es wirklich um diese zwischenmenschlichen Emotionen. Alles, was sich auf die Erde bezieht an Gefühlen, ist Solarplexus. Ja? Und auch die romantische Liebe, die sehe ich jetzt nicht im Herzen, das machen wir dann beim nächsten Video, sondern die sehe ich auch mehr im Solarplexus. Also alles, was so zwischenmenschliche Gefühle sind, ich beziehe mich auf jemand anderen, findet so im Solarplexus statt. Und deshalb ist es natürlich gut, da relativ klar und rein zu sein und zu sich stehen zu können. Und Solarplexus hat natürlich auch die Analogie zur Sonne und deshalb werden wir heute auch sehr stark mit diesem Bild der Sonne arbeiten. Wenn wir mit diesem Sonnengeflecht, mit dem Solarplexuszentrum da einfach mal uns beschäftigen. Gut, dann werden wir gleich mal loslegen. Schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und jetzt stell dir einfach mal als Bild einen Sonnenaufgang vor. Die ersten Strahlen der Sonne erstrecken sich über das Land. Die Sonnenstrahlen definieren jetzt, wie weit du die Welt entdecken kannst, wie weit du dich auf der Welt ausbreiten kannst. Sie spendet Licht und Wärme. Und erlaube dir jetzt mal, dass die Sonne so weit aufgeht, sodass du dich wohlfühlst. Das muss jetzt nicht ganz bis zum Mittag sein, wo sie am höchsten steht. Einfach mal einen Sonnenstand, wo du dich wohlfühlst damit.
wo alles rund um dich, vor dir und hinter dir, links von dir und rechts von dir, in Sonnenlicht eingetaucht ist. Und der Solarplexus ist ein ganz wichtiges Zentrum, weil du vielleicht verlernt hast, in dieser isolierten Zeit, in dieser Zeit der Isolation, dich eher zurückzuziehen. Aber dir soll jetzt Mut zugesprochen werden, Neugier und Sicherheit, dass du dich wieder neu entfaltest und dass du diese Welt als eine strahlende, in goldenes Licht getauchte Welt wahrnehmen kannst. Jegliche Labilität deines Solarplexuszentrums wird nun ausgeglichen. In dir entsteht eine stabile, klare Abgrenzung. Deine Energiezentren werden vom Licht der Sonne erfüllt. Und du spürst, dass dir alles offen steht. Jegliche Reduktion, jegliche Klausur darf sich nun wandeln. Jegliche Einschränkung darf nun von dir abfallen. Aus deinem System werden nun sämtliche Manipulationsenergien, Meinungen und Ängste abgesaugt, die dich daran hindern, deine Freiheit sowohl auf emotionaler als auch sozialer und auch körperlicher Ebene zu 100% zu leben. Du spürst, dass du freier wirst, dass du klarer wirst. Und dass sich Anspannungen aus deinem Solarplexuszentrum lösen. Die Emotionen sind auch im Verdauungstrakt gespeichert körperlich und der steht in Verbindung mit dem Solarplexus. Und so werden jetzt auch negative Emotionen und auch Beschwerden deines Verdauungsapparats einfach gelöst und abgesaugt. Dein Verdauungstrakt entspannt sich und auch sämtliche dich belastenden Viren und Bakterien werden jetzt aus deinem System abgelöst.
geleitet und du spürst, dass ein tiefer Heilungsprozess stattfindet. Sämtliche Emotionen, die dich klein halten, sämtliche niedrig schwingenden Gefühle, die dein Licht unter den Scheffel stellen, werden jetzt aus deinem System entfernt. Auch deine Leber, deine Milz, dein Magen, Galle, all diese Organe werden jetzt gereinigt. Und du spürst, dass du in dir freier wirst und entspannter. Erlaube dir nun, diese Freiheit, dieses Licht wahrzunehmen. Erlaube dir nun, deine Offenheit, deine Freude und auch deinen Eigenwert in jede Faser von deinem Wesen einfließen zu lassen. Freude, die Leichtigkeit, den Eigenwert. Du spürst jetzt auch, dass von deinem Solarplexus über deine Wirbelsäule bis runter zu deinem Gesäß diese klärende Energie fließt. Und deine Energiebahnen freigelegt werden. Bis zum Steißbein, über die Hüfte, die Kniegelenke, Fußgelenke. Und in diesem Augenblick spürst du, dass ein unendlicher Freiraum in dir geschaffen wird. Und dieser Freiraum wird nun mit dem Licht deiner Identität erfüllt. Und du spürst, dass du dich in diesem Freiraum absolut entfalten kannst. Du spürst, wie du immer weiter wirst. Spürst Freude, Vertrauen und Klarheit. In diesem Licht können nur Frequenzen in dich einfließen, die dich unterstützen. Alle Einschränkungen, alle Beeinträchtigungen werden gelöst. Und du kannst wahrnehmen,
dass es dir möglich ist, im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, eine absolute Zufriedenheit zu erlangen. Und diese Zufriedenheit fußt auf dem Gefühl, dein Leben meistern zu können. Alles Irdische darf nun gemeistert werden. Und in dieser Meisterschaft spürst du, dass dein Solarplexus sich wie ein Kelch nach oben öffnet, um göttliche Inspiration einfließen zu lassen. Erlaube nun diesen Energiefluss, einfach mal zu empfangen, diese höchste Inspiration. Und während du sie empfängst, wird diese Energie in dein Leben gewandelt. Inspirierende neue Leute können in dein Leben treten. Oder du findest neue Inspiration in vertrauten Kontakten und Freunden. Eine tiefe Inspiration fließt aus der Natur zu dir und natürlich auch aus dem Licht der Sonne. Du spürst, dass du frei bist. Und du atmest diese Freiheit jetzt dreimal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass dein inneres Kind und deine Würde, also dein Wurzel und dein Nabelchakra, sich absolut mit deinem Solarplexus synchronisieren und so die Basis für deine weitere spirituelle Reise ermöglichen. Denn mit dieser Synchronizität, mit dieser Synchronisierung ist es dir möglich, alles, was ist, die Materie zu meistern. Du spürst, dass sich dein Körper aufrichtet und reinigt. Du spürst, dass du immer freier und freier wirst von allen Beeinträchtigungen und Beeinflussungen deines Umfelds. Und du spürst, dass du Schritt für Schritt in eine höchstmögliche Schwingung kommst. Atme nun tief ein und wieder aus. Und spüre dieses Licht,
spüre die Weite und spüre die Inspiration. Spüre auch, wie sich dein Verdauungstrakt, deine Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse auch noch einmal entspannt und gereinigt wird. Alles wird aus dir abgesaugt und nach oben ins Licht geführt, wo es sich reinigt. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und jetzt streck dich einfach mal durch und beschreibe mit deinen Armen einen Kreis. Beweg dich mal. Spür mal diese Weite. Öffne deine Brust. Mach richtig auf. Und spür die Energie, die durch dich hindurchfließt. Mach dir nochmal bewusst, dass rund um dich jetzt Sonnenstrahlen sind, dass du abgegrenzt bist, dass du ganz klar bist. Und dass du nun die Meisterschaft dieser ersten drei Zentren des Wurzel, des Nabel und des Solarplexus-Chakras gemeistert hast und geschafft hast. Atme noch einmal tief ein und wieder aus und fühl nochmal nach. Beweg deine Arme und deine Beine und erlaube dir, genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffne deine Augen und komm wieder ganz im Hier und Jetzt an. Das war jetzt also der dritte Teil dieser Chakrenreise. Du kannst den natürlich auch immer wiederholen und auch den Wurzel- und Nabelchakra-Teil. Aber das sind so diese unteren drei Zentren, die ich ganz, ganz wichtig finde, dass die immer gut durchgecheckt sind. Sämtliche Sachen wie Heilung, wie in Bakterien, sind natürlich nicht medizinisch zu verstehen, sondern im energetischen Kontext. Also das ist keine medizinische Behandlung, wenn man da jetzt arbeitet energetisch, sondern einfach eine Hilfe zur Selbsthilfe. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, schreib mir in die Kommentare einfach, was du erlebst bei dieser Meditation, bei dieser Reise. Oder wenn du Vorschläge hast, freue ich mich natürlich auch, sie zu hören. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute
aus Linz, dein Oliver Erini. Tschüss.